Aber das ist das Haus von Cells Mama. So, hallo. Mama von Cell. Ja, wir wollen gerne spielen. Und hier wieder dasselbe Spiel. Wer weiß, wann die die Karte spielt. Deswegen werde ich jetzt hier einfach wieder safe staten. Und natürlich nehmen wir Quistis mit. Ja, da ist er. Oh, ich habe ein Glück heute, ey. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch da. So, dich setzen wir erstmal dahin. Und dann holen wir uns Sam. Das war mir klar, das macht aber nichts. So. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Da haben wir unsere Cell-Karte. Ach, wie ich es liebe. Sehr schön. Okay. Dann werde ich jetzt, wie gesagt, ein ganz klein wenig leveln gehen und die Wandler-Abilities lernen. Wir sehen uns aber hier gleich wieder. Bleibt dran. So, da bin ich auch schon wieder. Und zwar, ich habe jetzt ein paar Abilities gelernt. Was wir jetzt machen werden, ist den Kartenwandler benutzen, um die Cell-Karte in dreimal hyperreif zu umwandeln. Quistis können wir in Beschwörerseele umwandeln. Ich weiß allerdings nicht mehr, was ich damit machen soll. Yugi, hilf mir. Habe ich vergessen. Was wir aber mit der Beschwörerseele machen... Ach, mit dem... Wo hab ich's denn jetzt? Wo hab ich's denn jetzt? Jetzt blöd. Final Elixier. Beat'em up 2. Ah, Meteorwurf. Keine Ahnung, wo ich die hab. Nochmal, wo hab ich denn das jetzt? Hier, hyperreif. Stärke plus 60%. Da ich jetzt wieder nicht weiß, wem ich das geben soll. Gucken wir mal, für wen es denn... Das ist eher Magie. Dann gebe ich es einmal schon mal Quest Cuddle. Shiva nicht. Ifrit auch nicht. Siren. Ach, vollkommen egal. Ich mache es jetzt wahrscheinlich wieder falsch. Ist mir gerade egal. Ach, der kann nichts mehr lernen. Okay. Dann Shiva, Siren und Ifrit. Ja. Vollkommen egal. Jetzt muss ich bloß gucken. Wir machen das anders. Ja. Alles, ja. Lösen, alles, ja. So, Cell kriegt. Shiva. Diabolos. Nach Stärke. Ifrit. Ich gucke nämlich immer bei den GFs immer drauf, was kann ich mit denen alles koppeln. Und zum Beispiel hier kann ich Körper und Geist. Dann kriegt der Karbunkel. Und du kriegst Siren, Quester Cuddle, Brother,
Danach kommen Leviathan. Und du kriegst noch Pandemona. So. GF, Draw und Item. Stärke 60%, HP plus 40% und Körper plus 40%. Du kriegst... Ach Quatsch, die habe ich schon. GF, Draw und Zauber. Stärke, Stärke, Bonus und von mir aus noch Stärke plus 40%. Und Selfie kriegt GF, Draw und auch Zauber, HP und Stärke. Jetzt nochmal alles optimal nach Stärke, optimal nach Stärke, optimal nach Stärke. So, das war jetzt wahrscheinlich gar nicht so, wie ich es machen sollte, ist mir aber egal. Wir haben jetzt mehr Stärke. Was ich jetzt noch machen werde, ist, das habe ich schon wieder vergessen, nein, Tutorial, verdammt nochmal, jetzt blöd, da, Test, Seed Level 7, Reflexwert, wahrscheinlich, dass man Angriffen ausweicht, ja, Gegner wird er durch Feuerzauber geheilt, ja. Welches Multi-Ball anwenden wir dann wieder ab? Ja. Ja. Wenn die es nur einmal auf der Welt gibt, ja. Buell benutzt Feuer. Ich glaube ja. Der Geistwert ist nur für den Zauber-Konfu wichtig. Nein. Von Heulechsen kommt man Schrauben. Ja. Level des Gegners. Ja. Wenn man im Weltmodus langsam geht, erscheinen keine Gegner. Nein. Sehr gut. Und dann machen wir gleich nochmal einen, weil ich es dem letzten so oft vergessen habe. Benutzen keine Zauber. Nein. Die Waffen werden aufrüsten beim Schrotthändler stärker. Ja. Steht für Charakterability. Nein. Gemacht machst du schon benutzt. Erlischt die Hastwirkung. Nein. L-Abwehr. Ja. Nein, gibt es nicht nur in Ballam. Nein. Ja. Nein. Perfekt. Das heißt, wir sind jetzt Seed Level 13. Wir haben auch schon ein bisschen Geld. Ich möchte mir jetzt noch ein paar Zelte kaufen. Blitz will eh keiner haben. Ne, erstmal gucken wir, ob wir da noch was machen können. Valkyrie. Achso, ne, ich habe schon Rising Sun. Das macht mich schwächer. Gut, dann passiert hier nichts mehr. Ich, da. Oh, das ist die Card Queen. Zelte. Und zwar so viele wie geht. Weil wir machen folgendes. Ability. Itemwandler. Ne, nicht Itemwandler. Halt. Heilmedizin. Wir können dann mit dem Zelt... Nein. Moment. Wo waren das jetzt? Supportzauber. Nein. Lebenswandler. Das war's. Aus einem entstehen 10 mal Vigra. Squall hat schon 26. Cell kriegt... nur 30. Selfie kriegt auch 30. Zack, zack. 60. Um ungefähr.
Okay, dann kann man Renoir noch 30 geben. Du. Und du. Und dann geben wir einfach Sir noch was. Dann eben nochmal schnell koppeln. Koppeln. Ach Quatsch. Optimal. Nein, nein, optimal nach HP. Genau. So. Jetzt haben wir doch einiges mehr an HP. Was ich jetzt einmal machen will. Ich mache ja nochmal Speichern. Ich bin die Kartenkönigin. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie mal wissen? Wie sich die Regeln ausbreiten. Die Regeln unterscheiden sich je nach Sektor. Wenn sie um die Welt reisen, verbreiten sich ihre Spielregeln. Die Tauschregel spricht sich langsam herum, wenn sie von Sektor zu Sektor reisen. Je nach ihrer Spielart verlagert sich auch das Zentrum des Spielgeschehens. Es kann auch passieren, dass sich durch meinen Einfluss die Tauschregeln ändern. Vollkommen uninteressant. Ich würde nämlich liebend gerne mal gegen dich spielen. Nur mal um zu gucken, was für Karten du hast. Zack, 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 zack. Okay. Keine gescheiten. Sehr gut. Dann lassen wir das. Man kann da jetzt irgendwie, um noch mehr Karten zu kriegen. Ich kenne mich damit nicht aus. Mir ist das zu aufwendig. Nö. Keine Lust. Sonst habe ich natürlich kein Zelt mehr. Ich dödel. Ich hätte mir vielleicht eins aufheben sollen. Niesen. Eieiei. Nochmal. Eieiei. Okay. Gut jetzt. Okay. Ich hätte im gelben Bereich bleiben sollen eigentlich. Ich wollte mir jetzt eigentlich Odin versuchen zu holen. Aber dann machen wir erstmal weiter. Odin brauchen wir momentan noch nicht unbedingt. Wir müssen zum nicht nach Delin, nicht nach Dolet. Trabiergarten. Wir gucken mal. Verdammt. Wir können nämlich, glaube ich, auch schon ins Schumidorf. Das hier gleich um die Ecke ist. Ach, wobei, das bringt auch nichts. Wir können, haben kein Geld mehr momentan. Fehlplanung. Eindeutig. So, wir müssen jetzt in die Richtung ungefähr. Wir sollten gucken, dass wir hier irgendwo an Land kommen. Da. Trabiergarten. Ich glaube, es war der Trabiergarten. Bin mir nicht sicher. Okay. Jetzt bloß die... Wirst du wohl. So. Einmal die Frage, wie kommen wir da hin? Und zweitens, sind wir da richtig? Ist er denn? Wo ist er denn? War der nicht hier irgendwo? Da ist er doch. Aber der scheint kaputt zu sein. Etwas demoliert. Naja. Na? Ein Volltreffer? Verdammte Scheiße! Ja, scheint so. Ich gehe jetzt rein!